Hallo und herzlich willkommen bei Animal Crossing New Leaf für den 3DS. Ich habe jetzt neulich gehört, dass es Mario Kart 8 geben soll. Ich hoffe, dass es auch für die normale Wii oder für den 3DS rauskommt. Und dann könnte ich es auch let's playen, wenn nicht, dann eben nicht. Und was wollte ich gerade? Eier, ich brauche. Was wollte ich denn gerade? Ah ja, genau, Früchte holen. Nur 300 und das Ganze nehme ich 5 hier sicher. Oder wie viel sind da? Was ist denn das für ein Haus? Mutter oder was? Sicherlich. Hier nehmen wir 2 Pfirsiche, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Meine! Obwohl, jetzt habe ich ja 500 wieder mehr. Bringt sich echt stechen zu lassen. Ist echt eine gute Idee. Ich muss kurz zusammenrechnen. Ah, dann wollen wir den 600, nee, 800. Wow. Ja. Ich würde dann sagen, dass ich jetzt nicht mehr so viel mache. Jetzt. Ja, ja, nicht mehr so viel. Oh, wie Geld kann ich noch verdienen. Aber erst gehe ich. Gemütlich. Schlender ich. Geld. Der Käfer, der nicht verreckt ist, wenn man den fängt und dann noch ins Wasser schlägt, dann wird der doch nass. Oh, jetzt 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr. Oh. Mathilda, warte. Oh, jetzt angelt der da gerade. Mathilda wollte jetzt zu mir kommen, 17 Uhr. Geh ich mal schnell nach Hause. Hey, das ist der Peter. Guten Abend, Bürgermeisterin. Ich bin weiter Tagfahrlieferung. Nein, ich bin zu. Frag mich, was Peggy heute Nacht macht. Wahrscheinlich arbeiten. Am Ende meiner Schicht ist mein Kopf voll wieder Gedanken. Vielleicht ist da hinten im Postamt, also da. Vielleicht ist da das Büro von Peter. Juhu, ich bin Mathilda. Kann ich sie schlagen, wenn sie da ist? Danke, dass ich vorbeischauen darf. Schnief, schnief. Geh ich mal hin, du kannst dich in Ruhe bedienen. Tschüss. Was gibt's denn? Dieses Haus passt echt sowas von perfekt zu dir, Tiffy. Ich krieg nicht gerade viele klasse Ideen. Ich krieg gerade klasse viele Ideen für meine Bude. Hey, du bist genau wie ich. Man braucht einfach eine gute Kommode bei sich zu Hause. Der Härtespiegel ist echt abgefahren und genau mein Geschmack irgendwie. Ich suche noch alle möglichen Ideen, wie ich meine eigene Bude dekorieren könnte, Schnief. Ich suche noch. Ja, okay.
geschoben habe, da kann ich das Licht nicht mehr anlassen. Wenn du Möbel zu Besuch hast, kannst du deine Möbel nicht bewegen. Och. Die Zeit rennt, wenn man Spaß hat, Schnief. Ich hätte das Gefühl, wie eine gute Seite, dass ich eine ganz neue Seite an dir entdeckt habe. Danke, dass du vorbeikommst, Dr. Tillyfee. Ich wüsste auch schon, wo ich die Brücke bauen würde, wenn ich eine bauen würde, und zwar hier. Hier rüber. Das glaube ich keine schlechte Idee, oder? Meint ihr? Yeah. Und er klatscht, der Arthur. Der freut sich. Ich freue mich auch. Dankeschön. Und jetzt wartet der Schnuller und die Dreiecksbrille auf mich. Ich komme euch holen. Bereiche für den Accessoires. Interessant. Diese ist ein Dreiecksbrille. Kaufen. Jetzt machst du dich Post. Was ist denn das jetzt bitte? Karo-Pilzfut. Ich spiele das mal an. Ach. Nee, oder? Nee. Tini besteht nicht auf Karo. Das ist das mit dem haben wir schon. Dann geh ich. Tschüss. Vielen Dank. Gern gesehen. Ich sage jetzt endlich mal ein bisschen Look. Von Tini Phil. Und zwar. Die Dreiecksbrille. Und die Kopfhörermütze und welches Kleid ist da? Oh, die sieht voll cool aus. So gehe ich dann immer in die Disco. Aber echt cool, muss ich schon sagen. Aber jetzt ziehe ich mich doch lieber anders an. Schnuller. Blutet echt leicht im Auge hier. Obwohl Schnuller ist schon ein bisschen nett. Nein, nein, nicht so, das ist so cool. Hat Peter mir echt gerade was in den Briefkasten geworfen? Peter! Pan! Der Peter weg. Aber Briefe gibt's keine. Briefkasten lesen an. Zu blöd, um den Brief zu sehen. Na wohl, geht gar nicht. Gehen wir mal zum Bungiboid. Wie heißt er denn? Giroid. Spenden Sie. Ja, ich spende ja auch. Vielen Dank für Ihre geschätzte Mithilfe. Ja, man muss hier mal Geld loswerden. Und ist er jetzt endlich mal zu Hause? Nein, immer auf Nahrungssuche. Aber ich habe ihn eigentlich heute noch gar nicht so richtig gesehen. Wo ist denn der weg oder so? Ist im Urlaub? Hätte ich immer sagen müssen, da wäre ich mitgekommen. Kuchenvitrine, hum, hum, hum. Ah, ich habe jetzt den Schrank gekauft.
Den kann ich jetzt da hinstellen. Oh, nicht dahin, ey. Passt ja gar nicht hin. So. Schrank dahin. Oh, wir drehen natürlich. Und zwar so rum. Oh, ist echt ein geiler Schrank, muss ich schon sagen. Ach, jetzt ist es voll. Ah, man kann den Sechsen rein tun. Das finde ich cool. Also, das will ich verkaufen. Das Shirt vielleicht noch rein tun. Honigbiene, die drei Sachen will ich verkaufen. Gut, mach ich wieder zu. Ich habe mich hier platziert. Obwohl es nicht waschen aus. Sag ich jetzt tschüss, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Bye. Und danke fürs Anschauen.